damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, zu den Waffen, schon längst vorbei. Ah ja, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Boah, die, der Sekundärangriff ist jetzt ganz schön mächtig. Vor vielen Jahrhunderten erbaute König Korsik die Bastion, um im Norden die Bedrohung durch die Barbaren zurückzudrängen. Nach Jahren militärischer Fehlschläge führte der verbitterte König eine große Streitmacht aus der Festung heraus und im Norden, um die Barbaren ein für allemal zu unterwerfen. Keiner von ihnen ist jemals zurückgekehrt. So, hier ist jetzt wieder ein bisschen übersichtlicher zum Glück. Das geht jetzt wieder ein bisschen klar. Oh, 2 Gold. Neues Wissen. Seelenreißer sind der Fluch der Lebenden. Es sind Kreaturen, die aus der unendlichen Bosheit entstanden sind, die im Inneren der Hölle brodelt. Sie sind beweglich und flink und halten sich mit ihrer riesigen Zunge an ihrer Beute fest, um sich dann schlagartig heranzuziehen und auf ihr Opfer zu schwingen. Sobald ein Reißer das erst einmal geschafft hat, ist er nicht mehr davon abzuhalten, sich zu seinem Opfer zu fangen. Das ist aber leicht eklig, du. Ah, da sind sie doch gewesen. Was sind da die Viecher? Da hat doch Deckard gerade drüber geredet und da hat er mich schon rangezogen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ach so. Natürlich nicht. Hihi. Haben wir das auch erledigt? Guck mal hier. Hallo, Seelenreißer. Ups, das wollte ich gar nicht. War keine Absicht. Mal stehen. Schon wieder blaue. Hier gibt ganz schön viele blaue. Ganz schön viele blaue Gegners. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe gerade. In die zweite Ebene. Mache ich. Nicht genug Geisteskraft. Nicht genug Geisteskraft, ey. Du mit deiner Geisteskraft. Ja? Okay. Dann werden sie lachend sterben. Genau. Das hast du wieder gut gesagt, Mönch. Oh, Befehl von Asmodan. Diener, die Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertrinken. Noch ist das Mädchen schwach und ihr Held wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Ha! Lass die gefräßige Bestie los. Ihr werdet von unten angreifen, jetzt weiß ich's. Hier ist noch ein Brief. Mein lieber Jonathan, ich hoffe, es geht dir gut und das Leben auf der Bastion ist nicht zu hart. Arthur gleicht von Tag zu Tag mehr seinem Vater. Es freut mich zu hören, dass du rechtzeitig zu seinem Geburtstag wieder hier sein wirst. Und ich werde jede Nacht dafür beten, dass du heil wieder zurückkehrst. Okay. Der Fall der Barbaren. Ich hatte das Glück, während meines Lebens viel über die komplizierte Geschichte der Barbaren herausfinden zu können.
Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Die Legende besagt, dass sie Nachkommen von Bulkatos sind, einem Urahnen, ihre Ideale von Stärke, Tapferkeit und Mut verkörperte. Dieses mit dem der Fall von, oder der Fall der, wird hier, glaube ich, überall ab und zu mal auftauchen. Ich glaube, wenn ich alle finde, kriege ich einen Erfolg. Ich weiß es aber nicht 100%. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin noch nicht so weit. Oh, ich denke mal, schon. So, ich muss jetzt mal ein bisschen hier erkunden, weil ich nicht genau weiß, wo es lang geht. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, weil es ja zufallsgeneriert hier alles. Mal gleich hier Blitzdingsen. Damit sie nicht mehr wissen, wo sie sind, so wie ich. Oh, alter Schwede. 7 mit einem Schlag. 7 auf einen Streich getötet. Hier geht der Amethyst. Achso. Dann verzeih mir bitte. Ja. Die Welt ist nun sicherer. Boah, sieht doch fast so aus, wenn ich hier lang muss. Ach, da ist eine Quest. Ein Händler. Gut, dass ihr gekommen seid. Unsere Jungs kämpfen mit Klingen, die nur noch durch Bindfäden mit ihren Griffen verbunden sind. Sie brauchen bessere Waffen, wenn wir das überleben wollen. Bessere Waffen. Gehen Sie Deckung, während ich arbeite. Okay. Der hat bestimmt geile Waffen. Nein, lasst ihn in Ruhe. Er arbeitet. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Was macht er? Ach, er geht zum Amboss. Okay. Oh, kommt ein Gelber. Nee, wieder einer. Komm! Verrecke! Oh, das ist nice. Boah! Okay, in der Explosion darf man auch nicht drin stehen. Das weiß ich jetzt auch. Und fertig. Fertig. Ihr habt heute eine Menge Leben gerettet. Danke. Gerne. Erfolg! Im Kampf geschmiedet. Boah, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist eine Faustwaffe. Oh, schade, schlecht. Dann haben wir hier noch Rüstung. Oh! Achso, Hexendoktor. Mann! Was soll denn der Scheiß immer? Immer die falsche Klasse. So, hier ist nichts. Siehst du, haben wir wieder einen Erfolg gekriegt, weil ich eine Quest gemacht habe. Eine Sidequest. Ah, hier muss ich sogar hin. Geil. Das ist ja perfekt. Ein kluger Ring. Kann man hier rein? Nee. Los, geh an, du Ding. Geh an, du Ding. Was muss ich jetzt machen? Findet die Bresche in den Bastionstiefen. Oh, welche Tasten? Ich bin noch nicht so weit. Ah, die explodieren, ne? Oder so. Ich habe nicht genug. Ach man, halt da die Klappe. Interessiert mich doch gar nicht. Sehr nice. Also diese Attacke gefällt mir auf jeden Fall. Die werden wir wohl eine ganze Weile benutzen. Ah, die sind fies, die Viecher. Die sind, die halten zu viel aus.
dir das mal an, ey. Komm, jetzt verreckt. Normalerweise hört man Bollwerk-Dämonen zuerst, bevor man sie sieht. Diese langsamen und schwerfälligen Ungetüme bewegen sich auf allen Vieren fort. Stampfen dabei mit ihren riesigen Fäusten auf den Boden. Viele Belagerungen wurden von ihren Wuchtenschlägen durchbrochen. Und ihren Zorn sind unzählige Menschen zum Opfer gefallen. Ich bete dafür, dass unsere Welt ihresgleichen nie wieder sehen wird. Zu spät. Versuch's schon wieder. Hallo? Ich bin nochmal platt. Ich muss sie auch mal töten. Komischer Templer. Ah, hier sind auch Vögel. Aber diesmal Lavavögel, keine Eisvögel. Komm. So. Ich denke mal, hier bin ich richtig. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Aber jetzt. Genau. Eure Kraft lässt euch im Stich. Meine. Bam. Ist so richtig geil. Oh, fuck. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Schon wieder. Boah, wie geil ich da stehe. Stirb. Oh, bist du ganz alleine? Da war er ganz alleine und auch gleich tot. Oh, da kommt wieder so ein Bollwerk-Dämon. Ach, Mann. Ich brauche unbedingt mehr Geisteskraft. Das ist ja richtig nervig. Ich bin noch nicht wieder bereit. Böse. Oh. Machen die eigentlich? Explodieren die oder sind die einfach nur grün, weil sie gerne leuchten? Weiß man ja nicht. Da. Oh ja, doch, die explodieren und vergiften ein. Nice. Stufe 26. Geht schon wieder voran jetzt. Erschütterung. Mantra der Heilung. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Oder? Mal nachgucken jetzt. Erstmal I. Boah, Inventar ist wieder ziemlich voll. Das ist für die Verzauberin. Getötete Gegner werden. Nee, das brauche ich nicht. 182er Schild. 55er. Oh, plus 200 Leben. Aber halt keine Geschicklichkeit drauf. Boah. Gefällt mir nicht so. Lässt sich nicht plus 4 Vitalität, aber keine Stärke drauf. Das ist, glaube ich, egal. Ist Kopf? Nee. Wir sollten auf das Schlimmste gefasst sein. Auf das Schlimmste?
Sei nicht mal so negativ, du Penner. So, weg. 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 Das brauche ich auch nicht. Alles klar. Es müsste so einen Knopf geben, womit man sein Inventar ein bisschen aufräumen kann. Jetzt muss ich S drücken. Da haben wir hier lebende Woge. Erschütterung. Gegner, die von lebende Woge getroffen werden, verursachen 3 Sekunden lang 20% weniger Schaden. Ja, dann nehme ich das. Annehmen. Dann haben wir bei Heilige Einkehr was. Zuflucht. Ihr und alle eure Verbündeten, die sich im Wirkungsbereich von Heilige Einkehr befinden, regeneriert pro Sekunde. Oh, das ist aber auch nice. Das ist aber auch nice. Guck mal, das hier benutze ich so selten, obwohl es eigentlich cool ist. Da werde ich mal Heilige Einkehr drauflegen. Mantra der Heilung. Nee. Bei Heilige Einkehr. Heißt es Heilige Einkehr? Ja. Werde ich ja geschützt, ne? Ja. Da können dann keine Gegner zu mir kommen. Können wir ausprobieren gleich. Sobald ich Gegner finde. Hier ist eine Truhe. 4. Guck mal. Die kommen jetzt nicht an mich ran. Doch, die können schießen. Aber ist trotzdem geil. Glaube ich. Na. Lass mal auf dich zu teleportieren, bitte. Ja. 12 mit einem Schlag getötet. Hammergeil.